Hallo Mädels, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute gucken wir uns mein Kosmetik for Less Haul zusammen an. Ich habe letzte Woche zweimal bestellt bei Kosmetik for Less, leider zweimal, denn nachdem die erste Bestellung schon unterwegs war, hat Kosmetik for Less einen Artikel ins Sortiment genommen, auf den ich schon seit Wochen warte und versuche, ihn irgendwo überhaupt zu bekommen. Ich schreibe alle Artikel unten in die Infobox, falls ihr euch das Ganze hier nicht anschauen möchtet, und werde es auch so ein bisschen staffeln, die Spannung steigern quasi. Ich zeige euch den Artikel, über den ich mich am meisten freue, ganz zum Schluss. Ja, ich habe mir die Sachen noch überhaupt nicht angeschaut. Ich gehe mit euch da jetzt zum ersten Mal rein oder gucke mir mit euch das Ganze zum ersten Mal an. Ich habe es aus der Verpackung rausgenommen, damit wir das jetzt hier nicht zusammen raus holen müssen alles und ja, es geht los. Am unspannendsten vielleicht ist ein neuer Duo-Kleber. Das ist jetzt mein Backup, da ich mein Backup angebrochen habe die letzten Tage. Ich nehme immer denselben, den blauen, der ist in der kleinen Tube hellblau, also die Schrift ist in der kleinen Tube hellblau und in der großen ist sie eben dunkelblau. Ja, da muss man nicht viel dazu sagen, denke ich. Dann habe ich mir auch meinen Vorrat an Essence-Pinseln aufgestockt. Und zwar ist das ein Pinsel, den es sonst so eigentlich nur, oder ich habe ihn nur bei Müller gesehen oder eben in der großen Essence-Theke. Und jetzt aber leider überhaupt gar nicht mehr. Und der kostet 1,25 € glaube ich, oder 1,45 €. Und es ist eben so ein kleiner, knubbeliger, wie nennt sich der denn? Smoky Eyes, ja genau, und dafür verwende ich ihn auch. Also ich verwende ihn, ich habe leichte Schlupflider und ich verwende ihn dann quasi immer so für, ja, für dieses Cat Eye, also so für diesen oberen, äußeren, für dieses obere, äußere Eck. Und ja, ich habe so Pinsel bisher sonst auch noch nie irgendwo gesehen. Es gibt von Sueva einen ähnlichen, aber ich komme mit dem hier besser zurecht, muss ich sagen. Und ich hatte ein bisschen Panik, dass der aus dem Sortiment geht, weil ich ihn eben nicht mehr bekomme. Ja, und deswegen habe ich ihn gleich fünfmal bestellt und habe jetzt genügend davon. Ihr wisst Bescheid. Ich habe es geschafft und habe meinen Real Techniques Miracle Complexion Sponge runtergenudelt. Mein erster Schwamm hat mir jetzt ein ganzes Jahr gereicht. Ich habe mein Backup angebrochen vorgestern und deswegen habe ich mir ein neues Backup gesichert, beziehungsweise gleich den Doppelpack. Der wird mir jetzt dann, wenn es so bleibt wie bisher, werde ich jetzt also die nächsten 3 Jahre Schwämme haben. Erinnert mich dran, falls ich mir dann früher neue bestelle, dass ich jetzt hier gerade Mist erzählt habe. Jedenfalls habe ich mir ja, die Doppelpackung nachgekauft. Um, ihr wisst das Spiel ja schon, oder ihr kennt das Spiel ja schon, Versandkosten zu sparen, habe ich was von Freedom Makeup mit reingepackt. Und zwar, also bei der zweiten Bestellung, und zwar Blushes. Das habe ich wirklich nur gemacht, um diese Versandkosten zu sparen oder um für die Versandkosten dann halt quasi noch was anderes mit reinzubekommen. Ja, das sind Blushes von Freedom Makeup. Ich habe Swatches im Internet gegoogelt vorher. Jetzt sind die noch zugeklebt. Jetzt wollte ich doch da mit euch reingucken. Ich mache die gerade mal auf und dann swatchen wir. So, also das Ganze ging jetzt zumindest schon mal leichter auf als ein Wet n Wild Blush oder ein Wet n Wild Artikel. Wir sind ja jetzt schon Experten nach dem neuen Trended Up Sortiment, was wir uns hier zusammen angeschaut haben. Jetzt gucken wir mal, was das hier kann. Also diese eine Farbe hier heißt True Loved. Die sah mir in den Swatches irgendwie dunkler aus. Und das andere heißt Beyond. Gucken mal. Beyond hat Schimmer. Wie gesagt, die kosten, glaube ich, 1,49 €. In der Farbabgabe sind sie jetzt okay. Das war jetzt schlau. Ich glaube, ich bin jetzt gerade mit dem schimmrigen Blush über. Ja, der ist mir leider, glaube ich, zu hell, dieser eine. Aber der ist ganz schön und der könnte ein bisschen zu hell sein. Wir müssen gucken. Aber von der Pigmentierung her sind die okay. Also ich hätte die mir jetzt nicht so gekauft. Einfach so, aber ja, so habe ich zumindest quasi was für die Versandkosten bekommen. Das ist dieser Beyond. Sowas von Rose Gold, aber nur so ein bisschen.
Doch, also von der Pigmentierung her sind die okay. Farblich jetzt halt vielleicht nicht so unbedingt das, was ich haben wollte, aber ist in Ordnung. So, ach, die anderen Sachen sind jetzt aber eigentlich alle spannend. Ja, ich glaube zuerst, ja, habe ich mir bestellt von Make-up Revolution die Golden Sugar to Rose Gold Palette. Ich hatte von Make-up Revolution schon mal eine Blush Palette, die habe ich aber verkauft, weil ich sie irgendwie nie benutzt habe. Ich bereue nicht, dass ich die verkauft habe. Ich würde sie mir auch nicht nochmal anschaffen, aber vielleicht wäre die doch nicht so schlecht gewesen, wie ich dachte. Das ist die Golden Sugar to Rose Gold Palette. Es gibt da auch noch eine erste Version davon, soweit ich weiß. Und das ist jetzt eben die zweite Version. Und ich habe die mir aber eigentlich bestellt, weil ich ja so ein bisschen Blushtopper und Highlighter Hoffnungen hatte. Wir gucken da mal. Also ich swatch jetzt mal nicht alles mit. Ich swatch jetzt mal nicht alles mit euch, weil sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht durch. Was mich interessieren würde, wäre das hier. Juhu. Ist etwas schwach auf der Brust. Also das wären jetzt hier schon mal drei Swatches. Der Arm ist so ein bisschen feucht, deswegen. Oh, wow. Cool. Ja, es ist halt schimmrig, ne? Also ich mag sowas ja, aber ich mag das, glaube ich, meistens auch mehr, um es anzuschauen, als um es dann zu verwenden. Beziehungsweise für tagsüber muss man halt aufpassen. Aber jeder, der Schimmer mag. Das Äußere könnten matte Töne sein. Wir gucken. Gucken, ob das matt ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Doch. Doch. Das sind matte Töne. Das rechts sind matte Töne. Ich weiß nicht, ob man den Swatch jetzt sieht. Nicht so wirklich, aber die sind auch. Die haben auf jeden Fall auch eine Farbabgabe. Cool, witzig. Ja. Naja, da spiele ich ein bisschen mit rum. Also ich muss nochmal sagen, dieser Haul, der war vielleicht bis auf ein, zwei Produkte unnötig wie, naja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Also lasst uns bitte nicht über den Sinn dieses Hauls streiten. Golden Sugar to Rose Gold Palette von Make-up Revolution. Und dann geht es weiter mit diesen zwei geilen Teilen hier, auf die ich super neugierig war, auch von Make-up Revolution. Und zwar diese Shimmerbricks, einmal in Radiant und einmal in Rose Gold. Also das hier ist Rose Gold und das etwas hellere nennt sich Radiant. Es gibt davon auf der Make-up Revolution Seite noch ein drittes, weil ich eben dort auch versucht habe, einen gewissen Artikel zu bekommen, den ihr gleich sehen werdet. Da gab es, wie gesagt, noch ein drittes, aber die waren alle ausverkauft und ja, Cosmetic for Less hat sie eben drin. Ich dachte, dass das Ähnlichkeiten hat mit, jetzt ist das Ding auch zugeklebt. Moment, ich mach's auf. Sekunde. Tada! Meine Schneidekünste sind der Hammer, ne? Also, jetzt bin ich zurück. Ja, ich dachte zuerst, dass dieses in Rose Gold Ähnlichkeit hat mit einem Teil, was es mal bei Rival de Loup in einer LE gegeben hat. Oder bei Rival de Loup Young. Ne, bei Rival de Loup. Ja, ist aber doch nicht so, aber selbst wenn, da haben will man es natürlich trotzdem. Ich ja, weiß jetzt gar nicht, ob ich mich da immer so gemixt hineinwagen soll. Nee, ich glaube, das bringe ich gerade noch nicht. Ach, was soll das? Drin! Es sind nette Sachen, es sind nette Spielsachen. Aber ihr kennt ja meinen Bestand. Ich mache es dahin. Ja, also da finde ich den Radiant jetzt gerade so automatisch richtig, richtig schön. Und den hier würde ich mir jetzt so nicht nochmal bestellen. Das ist der Rose Gold. Komisch, gell? Ich finde, der sieht aus wie so ein Bronzer. Ich finde, jetzt hätte jetzt irgendwie.
automatisch ich hier gesagt, Rose Gold. Okay, also den in Radiant finde ich richtig, richtig schön. Ich versuche auch nochmal den hier oben. Bin so ein bisschen verblendet. Wenn das jetzt irgendwie was bringt. Also den finde ich schön, ja. Und da ich mich bei sowas ja meistens eh nicht entscheiden kann, welche Farbe ich denn jetzt auftragen soll, mache ich es wie gesagt. Gut, wenn man jetzt hier nur den oberen, wenn man jetzt hier nur den oberen Teil nimmt, klar. Vielleicht hätte ich da auch nicht ganz nach unten gehen sollen. Ich bin da manchmal ein bisschen überfordert, wenn ich zu viel Farbauswahl habe. Ja, also wie gesagt, ganz spontan finde ich den jetzt hier viel, viel schöner. Aber zum Sammeln mag ich sie trotzdem, zumal es ja aktuell bei uns in der Drogerie sowas nicht gibt. Ich bin da leider manchmal so ein bisschen Opfer. Ich glaube, würde es sowas bei uns im Standardsortiment in der Drogerie geben von einer anderen Marke, hätte ich die wahrscheinlich nie bestellt. Aber alles nur Spekulation. Wahrscheinlich wäre es dann doch nicht so. Und ich würde es trotzdem kaufen wollen. Ja, mein Highlight kommt zum Schluss. Vorher noch zwei andere Schätzchen. Und zwar habe ich euch ja in meinem Highlighter-Video schon mal so eine Palette gezeigt von Freedom Makeup, so eine Bronze-to-Highlight-Palette. Weiß gar nicht mehr so genau. Ich verlinke euch das Video nochmal unten, wo die Palette zu sehen ist. Und insgesamt gibt es drei von diesen Paletten. Ich habe hier einmal, Bronzed and Baked heißt die, glaube ich. Und ich habe hier einmal die Palette Pink and Baked bestellt. Die ist noch völlig jungfräulich. Und die Peach and Baked. So sieht die aus. Oder so sehen die aus. Ich baue das mal zurecht. Da konnte ich einfach nicht anders. Da wollte ich einfach nur haben. Wie gesagt, das war völlig unnötig. Wir gucken uns die Pigmentierung an. Ich glaube, ich denke, ihr wisst schon, wie diese schimmrigen Sachen hier sind. Wir haben uns ja jetzt hier schon so ein paar Swatches von Freedom Makeup Produkten angeschaut. Ja, jetzt hier so bei diesen Blush-Geschichten. Ja, das sind teilweise welche mit Schimmer drin, teilweise sind matte Blushes dabei. Ach, wir gucken uns einfach mal. Oh! Ups! Also es sieht so aus, als wäre das hier der einzige matte Ton. Oha, der ist jetzt aus der Blushed and, ich vergesse immer, wie die heißen. Pro Blush Palette Pink and Baked, so. Und zwar ein matter Ton. Da sind eigentlich 5 sind matt und der hier oben hat Schimmer. Ah ja, wir switchen weiter. Das war jetzt schon mal eine Überraschung. Ist mir jetzt zu pink. Aber so allgemein finde ich, ist die Pigmentierung echt ganz nett. Das andere geht dann mehr so in den bronzigen Bereich. Oder in den peachigen eben. Da könnten mir viel ein bisschen zu hell sein. Aber es gibt ja auch hellere Damen. Mal sehen, ob man da jetzt überhaupt was sieht. Das sind jetzt auch alles matte Farben. Wenn was schimmert, dann ist es noch von vorhin. Ja, also von der Pigmentierung kann ich echt nichts sagen. Also zumindest das, was ich jetzt bisher halt hier in den Paletten jetzt entdeckt habe. Machen wir mal nur so just for fun noch so einen schimmrigen. Ja gut, das schenkt sich jetzt nichts zu der anderen Palette. Durchaus okay. Also dafür, dass die 7,50 Euro oder so kostet, klar, ist echt in Ordnung. Cool.
Mal gucken, wie oft sie zum Einsatz kommt. So, und jetzt, ihr Lieben, kommt das, weswegen ich eigentlich das zweite Mal bestellt habe und worauf ich für meine Verhältnisse irgendwie lange gewartet habe. Ich wurde auf Instagram mal angefixt damit und habe die Palette dann nie bekommen. Eigentlich stehe ich überhaupt nicht auf diese gedupten Too Faced Paletten, aber ich glaube, diesmal ist es auch gar kein Dupe zu irgendeiner Too Faced Palette. Und zwar habe ich die I Heart Makeup Chocolate Weiß Palette. Oh. Tada! Die sieht jetzt im Licht, glaube ich, bräuner aus, als sie wirklich ist. Ich werde jetzt hier aber mal... Ihr habt es bestimmt schon gesehen, ich habe hier nämlich so eine Maske auf dem Gesicht, dass man das jetzt hier nicht die ganze Zeit sieht. Oh, schön! Ich muss die gerade jetzt echt mal angucken. Hm. Ich bin gespannt. Wir gucken. Sehr buttrig, aber das habe ich von diesem Ton auch erwartet. Ich bin auf diese rötlichen da gespannt. Ich habe die Too Faced Sweet Peach Palette nicht, aber die hat damit, glaube ich, auch nichts zu tun. Es sind etwas mehr hellere Töne drin, als ich mir das gedacht hatte. Also ich dachte irgendwie, das geht mehr in so eine, mehr in so eine rötliche Richtung. Aber, doch, ich freue mich. Klar habe ich sowas einzeln natürlich auch rumfahren, aber manchmal freue ich mich auch, wenn so Töne alle in einer Palette sind. Und bevor ich mir so eine Max Factor Palette kaufe, wahrscheinlich werde ich es mir dann doch irgendwann anschaffen und dann erinnert ihr mich dran, aber im Moment mag ich diese Max Factor Paletten, die es in der Drogerie gibt, irgendwie nicht so leiden. Ja, also wie gesagt, ich zeige euch hier nochmal zumindest Swatches von 4 und allein schon wegen dem Ton hier lohnt sich die ganze Palette meiner Meinung nach. Es hat mal jemand gesagt, die würde so komisch riechen. Ich rieche da jetzt mal. Ja, riecht nicht so prall. Egal, ich bin dabei sowas recht resistent. Ich glaube, wir gehen nochmal in den unteren da rein. Oh, wie schön der ist. Ich bin gespannt. Ich werde die vielleicht heute Abend mal ausprobieren und freue mich auf jeden Fall, dass ich die habe. Doch, auf jeden Fall. So, Mädels, wir sind am Ende. Das war's. Muss ja auch nicht immer alles so mega lang sein, wa? Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wünsche euch einen schönen Abend, Tag. Ich weiß noch nicht, wann das Video freigeschaltet sein wird. Hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Schreibe ich alles, wie gesagt, unten in die Infobox rein. Ich versuche auch mal, das Ganze zu verlinken. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis bald. Tschüss!